Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir sind jetzt, eigentlich relativ fertig. Wir wurden jetzt letzte Runde hier ziemlich zurückgedrängt. Hier drängen wir gerade Massilia enorm zurück. Und genau hier oben haben wir auch alles beendet, was es zu beenden gibt. Hier jetzt noch ein Land. Aber da bin ich schon dabei. Oder Athen ist schon dabei. Und genau, wir werden um 0 rum fertig sein. Oder fertig machen. Also wir können jetzt eigentlich schon fertig sein. Also, aber wir wollen ja die Weltherrschaft. So. Gut, da ist Athen gerade. Dann unterstützen wir den mal, damit hier auch alles schön fertig ist. Genau, hier kommen die da, hier kommen die da, hier kommen die da, hier kommen die da und hier kommt das da. Ja, wir haben jetzt 6200 Soldaten. Okay, ich glaube, das reicht. Ja, das ist egal. Ja, das reicht auf jeden Fall. So, dann machen wir mal so und so und so. Und du kommst jetzt mal daher und wirst mal ersetzt, weil dich mag ich nicht als General von so einer großen Armee. Autorität. Ui, was ist das denn für eine? Ui. Korruption. Ist nicht ganz so gut. Der ist cool. Aber das ist nicht meine. Gut, ich brauche einen guten dafür. Ich nehme mal dich. So. Weil hier passiert ja noch einiges. Also habe ich mal vor. Die bleiben mal alle hier. Warte, wie viele brauche ich? Ich brauche 60 insgesamt. Genau, Ägyptus habe ich jetzt nicht mehr. Seeeinheiten brauche ich noch 12. 13. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs, sieben, acht, neun. Zehn, elf. Gut. Dann müssen wir dran denken, um 1 vor Christus dann das letzte Schiff zu bauen. Okay, hier bauen wir das. Du gehst jetzt mal hier zur Hilfe. Oder kommst hier zur Hilfe. Und dann greifen wir hier an. Automatisch ist, ja, 38. Ja. Okay. Gut. Der hat was bekommen. Ui, der ist ja ziemlich heftig. Hier. Das ist gut. 63 ist er schon. Da hätte ich eigentlich wirklich, ja, schauen können, dass ich das noch spiele. Aber ja, heißt ja nicht, dass er gleich stirbt. So, jetzt weiß ich aber nicht, der mag mich ja nicht so hier, der da. Stellt meine Geduld nicht mit euren stumpfen Worten auf die Probe. Mein Foltermeister sammelt die Körperteile von Dummköpfen. Okay, warte. Ich sehe mein Schwert mit so viel Freude an wie nie zuvor. Ja, ich auch gerade. Du hast mich gerade beleidigt und deswegen werde ich dich jetzt vernichten. Was bildet er sich ein hier?
ist los bei dem? Ich wollte nur nett fragen, ob er... Einfach nett fragen, ob er hier mich durchlässt. Und dann kommt er mit so einer Drohung. Ja, danke. Naja, also macht mir nichts aus. Dann gehe ich halt trotzdem durch und nehme halt noch sein Land mit. Es hat ja jetzt mit ein bisschen Malus verbunden, weil ich ja anscheinend vor ein paar Runden mit ihm Bündnis geschlossen habe. Aber das ist ich bin ja jetzt immer noch vertrauenswürdig. Ja, das passt. Gut. Dann werde ich jetzt mal schauen, dass ich die ganzen Armeen, 3 Runden noch. Also diese Armee werde ich auf jeden Fall dann Richtung Ägypten schicken. Warte, da schaue ich mal, ob einer von, von meinen was bekommen hat und die 10.000 haben was bekommen. Das ist gut. Nachtangriff. Finde ich immer gut. Dann hier. Warte. Achso. Dann, ja. Nehmen wir hier auch Nachtangriff. Und Moral für alle Elefanten. Hat er nicht, ne? Doch, hat er. Ja, dann bringt es ja bei ihm was. Super. Und das war's. Gut, weil die anderen alle haben, glaube ich, gar keine Elefanten. Unsere Krieger dürsten nach eurem Blut und hungern nach euren Frauen. Vielleicht könnte man sie mit Gold ablenken. Ja, oder man könnte sie mit Vernunft ablenken. So von wegen so, ja. Du hast keine Chance, Mann. Vor allem auch, weil ich bin ja nicht der gerade angreift, sondern die Athener sind. Wir werden die Worte beiseite legen und unsere Bögen ziehen. Der Pfeil wird sein Ziel treffen und Witwen werden weinen. Gut, dann hole ich mir das halt auch wieder. Kann ich das schaffen? Ich glaube, das kann ich schaffen. Die da werden schwer. Die Speerkämpfer, die muss ich versuchen schnell auszuschalten mit meinen Steinschleuderern, aber sonst kommt natürlich immer auf die Karte drauf an. Das ist ja immer so. Cool, eine neue Karte. Oder? Kenne ich die Karte? Ja, die kenne ich. Warte. Letztes Mal ist er ja hier hingekommen, ne? So, mal schauen, ob er jetzt wieder dahin geht oder hier. Und ich bin mal gespannt, wie das mit den Stammeskriegern wird. Okay, sicher Streitfegen sind halt nicht so gut gegen eine Phalanx, aber wenn er jetzt hier hingehen würde und hier, könnte er einfach durchfahren. Unser General wird angegriffen. Ja, das ist ja ganz in Ordnung, dass die den unterstützen. Der braucht ja keine Hilfe. Stammeskrieger, das sind die mit den Speeren.
Die muss ich dann fokussieren. Sobald die in Reichweite kommen. Die da irritieren mich gerade ein bisschen. Die orientieren mich, weil, ja, vielleicht gehen die hier hinten rum. Mal schauen, wie viel Schaden die erste Salve macht. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 ist nicht ganz so super. Okay, jetzt kommt der General. Oder doch nicht? So, hier ist jetzt die Frage, geht er hier weiter oder dreht er dann um? Steinschleuderer! Okay, jetzt muss ich nicht beeilen. Steinschleuderer! Pekeniere! Bereit zum Einsatz! Zerstückelt sie! Piken! Schnell! Okay, mit dem greife ich jetzt mal an. Den gehe ich mal zurück. Das ist gut. Das ist gut. Wieso wollt ihr da raus? Okay, das ist beides gut. Und jetzt greifen wir den General an. Schnell, 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 schnell. Bevor der hier reinkommt. Das könnte knapp werden. Schnell, 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 schnell. Und verlangst zu. Sehr gut. Das tut weh. Aber jetzt habe ich den gefesselt. Das ist gut. Du sollst nicht Nahangriff machen, sondern Fernangriff. Du musst dich auch beeilen. So. Ein bisschen buggy, glaube ich. Ihr seid jetzt fertig, ja. Gut. Doppelte Geschwindigkeit. Okay, ich glaube, dann haben wir. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Sehr schön. Dann, ja, also Streitwagen haben halt den großen Nachteil, dass Belagerungen und so sind die halt total useless. Also noch, bisschen besser sogar als Pferde, würde ich sagen, also als Kavallerie, weil wenn die mal durchkommen, also man hat ja gerade gesehen, die Hopliten-Phalanx, hat die fast nicht ausgehalten. Also sein Problem war, dass er stehen geblieben ist. Wenn er weitergefahren wäre in meine Fernkämpfer, dann wäre es nochmal sehr viel schwerer geworden für mich.
Aber so war es in Ordnung. Und jetzt kommt der. Aber das kann er nicht einnehmen. Ja, das mache ich automatisch. Verzweiflungstat, würde ich sagen. Ja, noch eine viel größere Verzweiflungstat. Ah, ja, er kann ja nirgendwo hin. Also. Versklaven. Vor allem, er hat. Was ist das denn jetzt? Altgeschworene? Ja, nee. Das kann ich vergessen. Okay, dann ist da oben auch noch nicht alles fertig. Oder Kanuten, wo sind denn die? Massilia. Ich frage mich gerade, warte mal, die Kanuten. Wer sind denn die Kanuten? Ich frage mich gerade, ich glaube, die Kanuten waren mit mir im Bündnis. Ja, wir, oder? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo wir sind. Felfum. Ja, das kämpfen wir. Sorry, dann wird es auch wieder eine sehr große, lange Folge. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Mein Problem gerade ist, das hat man bei der ersten Armee von ihm gesehen. Er hat unglaublich viele Fernkämpfer. Er hat sehr viele Fernkämpfer. Und das ist nicht ganz so praktisch für mich. Ja, nee. Ich muss halt schauen, dass ich mit der Kavallerie viel reißen kann. Das ist dann natürlich wieder die Frage, wo. Stimmt, woher er kommt. Ja. Okay. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Ich schau mal kurz. Wenn er nur von hier kommt, dann bleibe ich hier stehen. Wenn er aber auch noch von da oder da kommt, dann. Ja, okay. Dann ziehe ich mich komplett zurück. Weil anders kann ich es nicht schaffen. So, General ab in die Mitte. Die kommen hier hin. Warte, die kommen dahin. Die beiden kommen. Dahin und die Schwertkämpfer kommen. Warte, ich mach's mal ein bisschen anders. Die kommen dahin, Schwertkämpfer 2 kommen dahin und 2 kommen dahin. So, die Pferde bleiben hier. Und ein Pferd bleibt auch da und scoutet. Also pass auf und schaut wann, wo, wie, was kommt. Genau. Also gerade renne ich an sich, ja,
sind die halt dann aktiv und oder müde. Aber ich kann am Schluss nochmal sehr lange ausruhen, bis sie dann wirklich kommen. Ja, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Plänkler. Das ist ein bisschen heftig. Okay. Da sind auch nochmal einige. Außer Atem. Auf jeden Fall habe ich auch sehr viele Speere dabei, was sehr gut ist. Was super gut ist. Das ist, glaube ich, besser. Ich gehe mal mit der Kavallerie ganz weg. Sonst fängt er da an, irgendwas zu versuchen. Ja, außer Atem sind die immer noch. Ein bisschen blöd. Okay, die Armee kommt von da. Woher kommt die andere? Okay, die sind wieder frisch. Die sind frisch. Die. Komm. Die müssen sich mal zusammenreißen hier. Hat er jetzt normal? Ich glaube, ich kann hier schon ein bisschen was reißen. Adelsschwertkämpfer sind zwar da und gleich die anderen, aber einmal chargen und einmal aufgehalten werden. Ja, die Dummheit muss bestraft werden. Okay, hier sind die. Und einer geht hier weiter. So viele Fernkämpfer. Okay, der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Der geht nach da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der geht nach da. Bitte rennt. Der geht nach da, der geht nach da. Der geht nach da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Der geht nach da. Der wird gerade aufgehalten, was nicht gut ist. Der geht nach da. Der geht nach da. Der bitte rennen. Das nervt am meisten, wenn man die zum Rennen oder zum Angriff schickt und die rennen dann nicht. Okay, aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Arbeit hier gemacht mit der Kavallerie. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, aber er hat immer noch sehr viel. Ah, nee. Ah, Entschuldigung. Ich wollte ja dahin. So, wie komme ich da jetzt am besten raus? Und einfach weiter. So, dann gehe ich mal da weg, bevor die mich jetzt aufhalten. Natürlich wurden die aufgehalten. Da muss man halt wirklich immer super aufpassen. So, gut, dann reite ich mal außen rum. Warte mal, was ist da denn Hübsches? Ich glaube, ich gehe erstmal nach da, weil das da ja, ist gerade noch in Ordnung. Wobei, ich nehme mal den, der am heilsten ist. Warte, nee, der geht dahin. Der geht dahin. Und die blühenden Kamele, ne? Oh. Versucht er jetzt hier durchzubrechen. Stolze Söhne Makedoniens. Königliche Peltas Schildträger. Okay. Wir greifen jetzt natürlich an. Jetzt muss ich halt, ja, eigentlich alle davon abhalten, irgendwie zu schießen, aber das geht gerade nicht wirklich. Leider nicht mehr zu aufzuhalten. Die Männer wanken. Okay, die gehen jetzt nach da, die gehen nach da. Die
kommen da jetzt raus? Puh, die tun da richtig, richtig weh. Jetzt kommt Le General. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, tut mir leid. Das hätte ich wirklich im vielleicht anders machen können, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß aber nicht wie. Unser General wird angegriffen. General! Zu Befehl! Ich gehe außen rum und greife dann die an. So, das glaube ich jetzt am gescheitesten. Hier den Sack zumachen. Auch Hilfe da. Na, schade, dass ich die ganzen Kavallerieeinheiten verloren habe. Aber das war auch abzusehen, wenn ich die da hinten hinschicke. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich den General nicht verliere. General weg. General weg. Sehr schön. So, und jetzt angreifen. Gut. Gegnerischer General. Der ist wahrscheinlich gleich hier rausgeflutscht. Bisschen nervig, aber okay. Feindlicher General. Ah, gut. Feindlicher General tot. Ah. Tut mir ein bisschen leid um die Pferde, aber also um die Kavallerie. Aber ja. Die waren extrem wichtig. Also ohne die hätte ich das niemals bekommen. Also 120, 250. Der 400, die waren alle super wichtig. General hat jetzt 350 bekommen. Aber eigentlich nur wegen der letzten Schlacht. Oder, oh, einer hat's überlebt, okay. Ja, das war der, nee, ich habe hier alle reingeschickt. Da versklave ich alle. Puh. Nee, das schaffe ich. Das schaffe ich locker. Also locker nicht, aber... ihr wisst ja. Bogenschützen. Aber jetzt habe ich sehr viele Fernkämpfer. Das ist extrem wichtig. Unterstützungsschiffe bereit. Das ist super wichtig. Ich glaube, den kann ich auch dahin gehen. Wo wird er landen?
Ich mache mich mal hier breit. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich hier verschanzen soll, aber das Problem hier ist, dass er mit den Bogenschützen dann hier hingeht und mich von da abknallt. Vielleicht rejustiere ich noch, wenn ich weiß, wo der andere herkommt. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Von da. Shoot. Okay, das ist sehr schlecht. Königliche Feldtasten. Bis der da ist, sieht es hier wahrscheinlich ein bisschen anders aus schon. Komm, komm. Aber hier die königlichen Peltasten, was will er dagegen tun? So, mach sie fertig. Das ist schon mal gut. Der bekommt gerade ein bisschen auf die Mütze von denen. Also, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Noch eine in Salve und der ist weg. Sehr gut. So, dann hole ich mal die da. Und die versuchen mal in den Rücken zu gehen, damit ich hier sehr schnell eine Antwort habe auf die Armee, die da noch kommt. Also die sind so langsam. Ja, okay, dann. So, dann drehe ich mich auch mit denen hier rum und greife die an. Hier brauche ich eigentlich. Warte, mit denen greife ich mal hier an. Mit denen gehe ich mal nach da. Bisschen bessere Schusslinie hier. Und dann voll frei. Warte, nein, ihr schießt nicht. Ja, verdammt. Die brauche ich dann später noch zum Schießen. Für die da hinten. Ah, es ist schon wieder 40 Minuten. Entschuldigung. Ach. Dieser Trouble hier. Genau, hier seht ihr, wie es eigentlich passiert. Also wenn er einfach durchrauscht. Das tut dann sehr weh. Ich meine, er ist hier stehen geblieben und hat schon auf einen Schlag so knapp 20 weggenommen. Okay, das ist gut. Er hört mal auf zu schießen. Okay, die werden sich jetzt hier aufstellen, die dahin, die ganz hinten hin, und die beiden werden sich hier hinstellen, der Mob noch ein bisschen weiter weg,
der dann dahin. Die dürfen jetzt wieder freischießen. So und so. So. Das sind Steinschleuderer. Da muss ich mal schauen, dass ich mit meinen wahrscheinlich. Der macht schon gut Damage. Der macht wirklich guten Schaden. So, also die werden schon mal ein bisschen auseinandergenommen. Okay, von hier können die auch schießen, das ist gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Aber die sind ja so auch ganz, ganz ordentlich. Wieso sind die wieder grün? Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Können die mal jetzt ausschalten? Was ist denn los? Ich erwarte eure Befehle. Danke. Ich mach mal ein bisschen schneller. Also. Yay, hier sind nochmal Steinschleuder. Also, solange der die neuen nicht holt, ist alles in Ordnung. Aber momentan will er eigentlich einfach nur da rumstehen. Huh. Ich mache jetzt mal Autofeuer aus, weil ich brauche die letzten für die Steinschleuderer. General! Alles marschieren! Königliche Feldtaste, Speerträger! Nahkampftruppen, erwartet Befehle! Königliche Feldtaste! So, mal schauen, ob er kommt. Ob er die Einladung akzeptiert oder nicht. Sieht gerade nicht so aus. Ich gehe mal mit den Speerträgern hier außen rum. Falls er dann mit der Einheit dann auch nochmal kommt und dann kann ich mit den Speerträgern die Steinschleuderer angreifen.
Ja, jetzt kommt er. Das ist schon mal gut. Hier in die Seite, das ist gut. Der wird mal ein bisschen defensiver jetzt sein. Speerträger! Schnell! Piken! Königliche Peltasten! Ruhm für Makedonien! Piken! Der feindliche General ist tot! Ja, jetzt kann ich eigentlich wieder voll frei machen. So, die wurden eingefangen, das ist gut. So. Ist doch schön. Dann hab ich's. Fertig. Super. Gut, dann 15 Minuten. Tut mir leid. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Und ja. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und ich hoffe, ich schaffe es jetzt, das wieder ein bisschen weniger zu machen. Also so maximal eine halbe Stunde oder so. Aber wenn zwei Schlachten hintereinander sind, dann vergesse ich oft die Zeit. Tut mir leid. Und wir schauen noch kurz, was ein NASA Monen machen. Ich überbringe euch die Nachricht, dass hier vielleicht Klientelkönigtum. Nö, dann eben nicht. Das schaffen wir halt auch. Okay, gut. Ich würde die Schlacht jetzt rauscutten, weil das eigentlich immer dasselbe ist und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, bye bye.